bringst ein Mädel in unser Versteck? In mein Versteck? Ah, entspann dich, Boss. Die ist in Ordnung, nicht wahr? Wendy? Cindy? Candy. Und ja, natürlich bin ich in Ordnung. Ich bin nur ein junges, dummes Mädchen, das in einen hübschen, gefährlichen Mann verliebt ist. Ach du meine Güte. Okay, das Mädchen kann bleiben. Aber mach die Tür zu. Das Letzte, was wir hier brauchen können, ist... dass der Silver Shroud in euer finsteres Versteck eindringt? Heilige Cannoli! Das ist der Schrecken des Schattens! Der eiskalte Ermittler! Der finstere Vergelter! Pauli, du Idiot, das war ein Trick! Das ist keine normale Lady! Ganz recht, du Capo der Kriminellen. Denn ich bin nicht Candy, die bezaubernde Begleiterin. Ich bin die Herrin der Mysterien. Ich habe Paulis schäbige Sinne verschleiert, um Zutritt zu deinem Versteck der Verderbtheit zu erlangen. Tut mir leid, Boss. Ich hatte ja keine Ahnung. Dein Fehler ist unser Gewinn. Pauli, nicht wahr? Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein Vollstrecker. Pauli, nein! Okay. Okay, hör zu. Was auch immer du willst, Silver Shroud, ich tu's. Aber lass mich bitte am Leben. Wie feige und vorhersehbar. Im Angesicht der Angst wird der überhebliche Übeltäter. Oh, ihr beiden Verbrechensbekämpfer. Ich lach mich tot. Und mich vorhersehbar nennen. Euch fällt auch nie was Neues ein, oder? Wieso so erheitert, Fahy? Ich, Silver Shroud, habe dich gestellt und in meiner Gewalt. Und dennoch dieses irre Gelächter. Nicht das Verhalten, das ich von einem kriminellen Genie erwarten würde. Ja, da hast du recht. Kriminelles Genie? Ich? Junge, du bist so blöd, wie dein Outfit aussieht. Silver Shroud bringt Recht und Ordnung nach Good Neighbor. Schurken, seht euch vor. Und jetzt eine Eilmeldung. Die bösartige Killerin Kendra wurde kürzlich im Third Rail gesehen. Dieselbe Kendra, die Lil Joes Hütte in die Luft gesprengt und dabei 4 Menschen umgebracht hat. Ja. Schauspielerisch echt gut gemacht. Wenn ihr Silver Shroud in Aktion sehen wollt, bleibt in der Nähe von Whitechapel Charlie. Dann klick ich nochmal auf. So. Toll. Wo ist denn der? Stelle im Good Neighbor keine Fragen. Hey, Fahne. Hancock will dich sehen. Er will bestimmt über das reden, was da gelaufen ist. Hm. Wenn ich ihn finde. Halt dich aus meiner Gelegenheit raus. Hey, Hancock. Ach, wenn das nicht Bobbys kleiner Einfallspinsel ist. Hier, für den Schutz meines Verstecks. Weise Entscheidung, Bobby so abzuservieren. Bobby hat mich reingelegt. Sie hat bekommen, was sie verdiente. Tja, so läuft das hier für gewöhnlich. Ich sag's dir, dieser kleine Dreispitz wird langsam echt schwer. Werde ich langsam zu diesem Mann? Zu einer Art Tyrann? Ich verbringe die ganze Zeit damit, Leute runterzuputzen, mit denen ich vor einigen Jahren auch stolz was ausgeheckt hätte. Ich muss mal wieder unterwegs sein. Mich auf das Wichtige konzentrieren. Frei zu leben. Mhm. Ja, das gefällt mir. Scheiße. Du siehst mir nach der rechten Art von Ärger. Gut, dann ist eine Frage. Lass mich nur erst mit meiner Gemeinde reden. Ihnen die Neuigkeit verkünden. Dann schauen wir mal. Müsste da sein, bitte? Thank you.
Kommt alle her. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Keine Hektik. Nehmt euch genügend Zeit. Hört alle her. Nicht? Ich mache einen kleinen Spaziergang. Euer furchtloser Anführer geht auf Reisen. Bist du jetzt endlich still? Oder muss ich dich dazu zwingen? Vergessen, wie es sich anfühlt. Du kannst nicht gehen, Hancock. Hi. Wir brauchen dich. Hey, im Geist werde ich immer hier sein, mein Guter. Good Neighbor und ich, wir sind miteinander verbunden. Aber es ist wie in einer Beziehung. Manchmal muss man kurze Zeit getrennt sein, die Sache abkühlen lassen, sich daran erinnern, wer man ist. Hey, deshalb Daisy. Gehe ich. Ich hey, bin immer noch euer Bürgermeister spricht. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Aber ich muss mal wieder aus meinem bequemen Leben raus. Denn wir alle wissen, dass es sich niemand an der Macht zu lange bequem machen darf. Welche Stadt ist die beste im Commonwealth? Hallo. Wo kann man frei leben? Ohne Vorurteile. Aus dem Volk. Und sorgt dafür, dass das keiner vergisst. Hancock ist bereit, dich zu... Blablabla. Sprich mit Hancock. Ja, werden wir auch später machen. Hey, du stehst mir in der Sonne, Püppchen. Nein. The Third Way, waren wir da schon? Third Way, was? Bitte was? Da waren wir noch nicht, ne? Oh, hier waren wir noch nicht. Ach, komm, Alter. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Ich hab mir die Waffe weg. Das ist eine Bar. Ah. Was? Geil. Ja. Der Mund muss man benutzen dazu. McCready? Ist das sie? McQueen? Mann, ich liebe dieses Lied. Siehst du hübsch aus. Netter Pip-Boy, Schwester. Pass gut auf den auf. Brauchst du was zum Entspannen? Fred Hallo. Elm, Hotel Rexford. Er hat ich genau habe das im Moment Richtige. Keine Lust zu reden. Hallo. Wir müssen uns unterhalten. Kennen wir uns? Nein. Aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Welcher Boss? Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Ich habe nichts gegen Gefahr, solange die Bezahlung stimmt. Du erhältst den Einstiegslohn, wie alle anderen. Solltest du so nützlich sein, wie du sagst, können wir über eine Erhöhung sprechen. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Ah. Cabots, das Haus der Cabots, das haben wir doch. Ich meine, ich hätte mal was gelesen davon. Wo ist McCready? Ich kann dir gar nicht sagen, wie überrascht ich bin, dich in so einer Müllhalde zu treffen. Ich habe mich schon gefragt, wann deine Bluthunde mich wohl finden, Winlock. Hat fast 3 Monate gedauert. Sag mir nicht, dass du langsam einrostest. Erledigen wir das draußen? Du verstehst das falsch. Ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen. Gehört. Aber du arbeitest immer noch im Commonwealth. Das können wir nicht akzeptieren. Du hast mir nichts zu sagen. Nicht mehr. Also, nimm deine kleine Freundin und geh hier raus, solange du noch kannst. Was? Sag mir, dass wir uns diesen Dreck nicht anhören müssen, Winlock. Hör zu, McCready. Der einzige Grund, warum wir dich noch nicht mit Kugeln vollgepumpt haben, ist, dass wir keinen Krieg mit Good Neighbor wollen. Wir respektieren nämlich Grenzen. Wir wissen, wie man das Spiel spielt. Das hast du nie gelernt. Freut mich, dass ich euch enttäuschen konnte. Spiel von mir aus den harten Kerl.
Aber wenn wir mitbekommen, dass du noch immer in Gunner-Gebiet arbeitest, bist du dran. Verstanden? War's das? Ja, das war's. Komm, Barnes. Hör zu, Lady. Wenn du über das Atom predigst oder einen Freund suchst, bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Ich werde jetzt so machen, dass ich immer 3/4 Stunde, also 40 Minuten halt minimal, für eine Folge dann aufnehme. Und ja, also nicht durchgehend, sondern halt... Langsam machst du mir Angst. Puh! was? Winlock und Barnes? Mag sein. Erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über diese Typen. Zwei Vollpfosten, die Erfolgsleiter rauf wollen, indem sie auf dem Weg nach oben auf alle anderen treten. Das sollte dich aber nicht überraschen. So ist das nun mal bei den Gunnern. Da ist sie voll scheiße aus in der Klamotte. Ja, und hat so eine komische Stimme. Ich kann nicht mehr sprechen. Solches Übergepäck kann einen ganz schnell das Leben kosten. Hör mal, ich brauch das Geld. Und ich werde mir von Winlock und Barnes nicht die Kundschaft vergraulen lassen. Du musst dir keine Sorgen machen. Die beiden sind schwächer als eine Stubenfliege und ungefähr halb so schlau. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Bist du immer so argwöhnisch? Hey, du bist zu mir gekommen. Und ehrlich gesagt ist es verdammt riskant für mich, überhaupt hier im Commonwealth zu sein. Also überlasse ich nichts dem Zufall. Was mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage bringt. Kann ich dir vertrauen? Moment mal. Wie riskant? Habt ihr eh schon zu viel erzählt? Ich muss lernen, auch mal den Mund zu halten. Hör zu. Ich habe das Frage-Antwort-Spiel satt. Also mache ich dir ein Angebot. 250 Kronkorken. Im Voraus. Und gefeilscht wird nicht. Also, was meinst du? Man kann immer feilschen. Wie wär's mit 200? Du bist ein zäher Verhandlungspartner. Aber okay, meine Knarre gehört dir. Dann mal los, Boss. Verschwinden wir von hier. Nein. Ach, nee. Och nee, haben wir jetzt die Tuppes an der Backe Sanctuary. Hoffentlich partizipiert sich mit Cotsworth. Alter, müssen wir jetzt diesen Otto mitnehmen? Hey, was geht? Hey, sehen wir uns mal an, was du so hast. Ich will sehen, was du hast. Ach Mann, schade, dass ich mir nicht 200 holen und nehmen kann. Bist doch doof. Siehst doof aus, hast eine scheiß Stimme, hast scheiß Klamotten. Geh weg. Ich mag dich nicht. Wundervoll wie immer, Mensch. Hey, Silver Shroud. Komm schon, verrat mir deine wahre Identität. Ich werde doch niemanden Tschö. Wenn du so gut spielst, könntest du eine Menge Geld verdienen. Was? Ah. Ja? Lady, Entschuldigung, ich brauche Miss? Mehr Stoff oder mehr Alkohol. Was ist los, du süßes Ding? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Natürlich. Das Lied war wunderbar. Ich bin begeistert. Sie ist einer der Gründe, weshalb man hier so gut entspannen kann. Oh, danke. Ich versuche mein Bestes. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Ah, natürlich. Es sind deine mächtigen Muskeln. Was? An den Anblick könnte ich mich gewöhnen. Also, was führt eine Frau wie dich in meine Ecke der Stadt? Bist du lesbisch oder was? Was denkst du denn? Wir sind alle hier, weil wir etwas vergessen wollen, oder? Ich glaube, wir beide werden uns sehr gut verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Ja. Also, was kann ich für dich tun? Flirten. Was ist mit dir? Wie bist du zu dem Job als Sängerin hier gekommen? Oh, ich bin wie ein Singvogel in die Stadt gekommen. Mit einem kräftigen Wind und einem verletzten Flügel. Der Laden hatte eine Bühne, ich musste singen und Whitechapel Charlie brauchte Kunden. Und so hat sich das hier ergeben. Alter, man, diese Flecke an der Schulter.
Whitechapel Charlie ist schon länger hier, schätze ich. Er redet nicht viel über seine Vergangenheit. Ich allerdings auch nicht. Deshalb verstehen wir uns wohl. Ist das der Roboter oder was? Du solltest ihn aber unbedingt besser kennenlernen. Hm? Bestell am besten einen Drink. Er redet erst übers Geschäft, wenn sein Gegenüber ein paar Gläser getrunken hat. War das alles? Oder brauchst du sonst noch was? Komm schon, erzähl mir die ganze Geschichte. Wer warst du vor all dem hier? Willst du es wirklich wissen? Es steckt alles in meinen Liedern. Mein ganzes Ich. Alles, was ich bin. So, kann ich sonst noch was für dich tun? Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Oh, wirklich? Red ruhig weiter. Du, ich, ein Spaziergang unter den Straßenlaternen. Verlockend. Aber leider bin ich mit der Bühne verheiratet. Mann! Blöde. Der Biene verheiratet. Mach Platz für zahlende Gäste. Du ich bin zahlend. Aus wie dieser Idiot auf den Plakaten. Hey. Was soll der Aufzug? Vor dir steht Silver Shroud. Ich suche eine Schurkin namens Kendra. Shroud, hä? Schussel trifft's eher. Mit Kendra ist nicht zu spaßen. Die Leute, mit denen sie sich abgibt, beißen gern mal ins Gras. Wenn du sie treffen willst, lässt sich gegen eine kleine Gebühr was arrangieren. Kannst du nicht wenigstens ein paar Dinge über sie verraten? Aufs Haus? Als Assassine muss man geschickt sein. Kendra ist eine Killerin. Und eine fähige noch dazu. Hör zu. Der Kampfscan zeigt, du weißt, worauf du dich einlässt. Spar dir deine Kronkorken und gönn dir ein Lager. Es ist nicht klug, sich zwischen Silver Shroud und die Gerechtigkeit zu stellen. Gerechtigkeit? Du willst sie umlegen? Wenn das so ist, sie wohnt südlich von Good Neighbor in den Water Street Apartments. Achte auf die kleinen Bengel, die sie dabei hat. Ist ein echt zähes Miststück. Viel Glück. Mit ihrer Stimme verstellt. Das finde ich so geil. Lass dich nicht unterkriegen, Schwester. Ja, ja. Sollte aber mal die Waffe wegstecken, meine Fresse. Ah, warum darf er nichts auf... Weißt du, verbrannte Bücher darf er klauen, aber was aus der Mülltonne kommt, nix. So, wo ist die südlich von Good Neighbor? Also immer noch in Good Neighbor, okay. Die ganze Mission befindet sich in Good Neighbor. Okay, okay. Alles klar. Oh, da hatte ich gestern drauf geschlafen. Es gibt nichts Schöneres, als von Müll begrüßt zu werden, der nach Pisse stinkt. Alter, weißt du... Du kommst mir vor wie dieser eine von Wizen. Weißt du? Wie heißt er noch? Dieser eine Nervensäge. Boah. Hey. Ah. Das ist Hancock. Warum sitzt er? Hey, Hancock. Hey, Hancock. Also, bist du bereit loszuziehen? Ach so. Nicht jetzt. Jetzt nicht. Wie du meinst. Müssen wir jetzt den Vollidioten mitnehmen. Ich finde dich sympathischer. Also, bist du bereit loszuziehen? Legen wir los. Na klar. Hancock, wie geht's dem coolsten Ghoul im Commonwealth? Hey, MacReady, du musst nicht warten. So, weg mit dir. Mann war, ja? Ich finde Hancock irgendwie sympathisch, auch wenn er krass aussieht. Er ist sympathisch. Er ist ein sympathischer. Ja. Ist ein... Auch wenn er... Hey. Hi. Hey. Brauchst du ein Dach über dem Kopf? Oh, Alter, das wird geil. Hotel Rexford. Ja. Ne? Warum nicht? Steck mal Fusionskern rein.
und lauf mal das Ding an. Wir können übrigens den Pachen auch in eine Rüstung schicken. Verbraucht dadurch keine Fusionskerne. Boah, das wird's. Kannst du jetzt endlich mal mithalten. Schnauze. Geschieht einfach. So, schon ist alles gut. Mann, die liegt auf dem Boden. Mann. Vergammelt doch da. Aber besser als die Alternative. Aus noch. An einem Ort wie Diamond City würde man einem Ruhe nicht mal die Uhrzeit sagen. Ich finde den cool. Ich mag den irgendwie. Habe ich schon mal gesagt, ne? Ja. So. Wir machen später mal Silver Sword weiter. Ich rüste jetzt mal gleich mein originales Outfit und erkunde noch den Rest von Zone 3. Also nicht Zone 3 heißt es da nicht, aber von Zone 3. Ja, so heißt es im Lösungsbuch, was? Bitte was? Ich muss ja nach der Reihe vorgehen und halt auch alles mitnehmen. Ist ja doof, wenn man mittendrin an... Oh Gott. Wenn ich schon höre. Bam, bam, bam. Tot. So. Was? Nein. Was, das geht aber... Das geht auch nicht, ne? Doch. Boah, 262. Was? Was? Wieso? Hä? 262? Ach so, nee, wegen der Powerrüstung. Ich frag einfach mal nicht. So, ab wo soll ich denn gehen? Wo ist es am besten? Am besten, ja, wir wollten ja zum Sumpf weit. Fahren wir da. Oder gehen da. Und die Volt 81 müssen wir auch noch gucken. Ist auch in diesem Gebiet. Ja. Hi. Mal neu dahin. Wo ist die denn? Wenn ich gucken dürfte. Hey. Keine Ahnung. Nein. Dann lass uns gehen. Ach du Scheiße, wir haben fast keine Munition mehr. Haben wir keine Waffe? Das ist zwar keine gute, ne? Ich speichere aber trotzdem. Weiß nie. Ach, das ist ja nur Sendeturm, ne? Meine ich. Haben wir auch noch nicht, glaube ich. Das ist der. Das?
hab dich gewarnt. Nein, du auch nicht. Da war nicht dahin. Das ist auch ein Schiff, warte. Oder Boot. Das ist dieses Globus-Teil. Nichts. Oh. Ist das ein Vertibird oder? Bruderschaft, Vertibird? Ich geh rüber. Also scheiße, wir können... Wir sinken... im Wasser. Hey, erwischt! Was? Was, sie sehen mich durchs Wasser? Ja, das ist ein Vertibird. Hey! Komm hier mal raus. Scheiße, wo ist denn... Ey, das gibt's doch nicht. Wir heim sollen nicht, was? Abgestürzt. Eine blöde Ach. Hab ich ehrlich gesagt... Wedex genommen. Hancock. War man hier schon? Waren das alle? Wo ist der Hubschrauber? Wo ist denn der gelandet? Hey, das ist dumm. Supermutanten. Gewirr. Ich glaube, wir waren schon mal hier. Ach, diese Explosionsdinger, ne? Ja, wir waren schon mal hier. Boah, das fragt echt jeder. Warum haben die es so eingebaut, dass das jeder fragt? Ist das überhaupt wert? Ist das überhaupt wert? Ist das überhaupt wert? Ah, da waren wir schon. Da war ein Gunner. Krass. Außer mit der riesen Rüstung, aber nur mit so ein kleines Pimmitz-Ding in der Hand. Was ist das?
Sonne schafft. Bäh. Zum Fight, da sind wir doch. Mein Leben lang nasse Stiefel. Kein Wunder, dass die Leute diesen Ort verlassen haben. Das sind die. Hoppala. Was sind die denn jetzt? Von welchem Haus waren die? Hey. Da ist der Bruderschaft. Wer nicht zur Bruderschaft gehört, ist ein Niemand. Genau so, das ist die irische Einstellung. Nein! Ach ja, stimmt, wir haben ja nicht Pau. Hab ich ganz vergessen. Oder? What the fuck? Er war noch nicht fertig. Ja, das sind coole. Oh. Das heißt, ohne Abschüsse. Meh? Was bist du denn? Ah, ich war nachladen soll. Was? Mutierter Fahren? Was? Hallo. Von oben kamen die. Also zumindest der eine. Ich weiß nicht, wo die alle anderen sind. Das ist nix. Da ist eine Maschinenpistole. Da ist jede Menge Munition. Komm raus. Boah. Dann erledigen wir dich. Hab ich getroffen? Entschuldigung. Ah, da hab ich tatsächlich noch getroffen. Das gibt's ja nicht. Das geht doch mal down. Wie bist du denn? Nö. Was? Achso, wollte ich schon sagen. Hallo? Genau. Ey! Hübsche! Oh, da wollte ich mich angrapschen. Ey, was soll das? Grapsch dich an. Ah, muss ich wie alles erledigen. Ich habe noch einen. Zwei. Oh. Geiler Strahl. Hey. Aber alle angelockt. Scheiße. Hoffentlich ist das Wasser. Ey. Ey, Otto. Was? Boom. Schakalaka. Wir sind nicht alle.
Ah! Ich dachte, du hast ihn erledigt. Ah, ich hab keine Munition mehr. Wegen dir. Weil ich alles so stark ändern muss. Ist noch irgendwo einer. Da. Andere Seite. Da ist es halt. Hallo? Steckt der gerade fest? Daneben gesprungen. Ah. Die Bruderschaft. Jetzt erst. Warum steht da ihn einfach rum? Die Zahnbesser. Ja! Aus dem Schmutz rausgepult. Fabelhaft. Boah. Ist Patschen, ne? Da denke ich mal, da wäre noch jemand. Zurück sind die Bruderschaft ja da. Weißt du, ich bin gerade alle am Gula fertig machen. Die schießen den letzten. Ja, super, danke. Vielen Dank. Vakuumröhre. Was war das? Hier hab ich auch fast gar keine Munition mehr. Ich hab gar keine Munition mehr. Ich nehme einfach das. Ist mir scheißegal. Wer kütt? Wenn der König kütt, da ist mir auch scheißegal. Kippen. Was ist jetzt los? Cool. Aber kann man hier irgendwo rein? Weil ich kann mal voll schnell was übersehen, finde ich. Mutierter Farben ist irgendwie. Bringt das was? Ich weiß es ja nicht. Ach. Da bist du ja. Ich komme schon. Warte, warte. Buckel. Zu viel. So. Weiß auch nicht. So hier der Trend. Wusste. Ah da. Klingt zwar ein paar Red, aber. Egal. Na, da ist die Bruderschaft. Schießen wir was. Cool mit den ganzen Übergängen. Und jetzt hier. Boom. Ach, hier kommt man auch runter. Egal. Kann man runter? Mehr Strahlung braucht selbst. Warum wusste der das? Kennt schon hier gut aus. Ist auch noch geräuschlos hier, das, ne? Seitdem sie keucht nicht wie so ein. Keuchhusten. Ach, hier waren wir ja schon. Oh, da ist noch was. Warte. Hey, wo war das denn? Ach, das war direkt an. Das ist das einzigste Haus, wo man rein kann, oder?
Jetzt habt ihr die ganze weggeballert, wahrscheinlich keinen getötet. Stehen einfach da rum. Warte, hier. Hier ist doch einer. Da. Ach du Scheiße. Mitte der Bruderschaft gegen. Keine Ahnung. Ich komme gleich zur Hilfe. Ich setze mich dahin. Ich setze dich zu denen. Schauen wir das ganze Spektakel von oben an. Ah ja, stimmt. Wir wollten ja aufs Schwert gehen. Ich weiß nicht, wie gewechselt ich habe. Das Haus hier. Fahren sie weg. Meinst du, wir landen auf dem Boot? Auf dem... Ja, Boot. Jo. Toll. Hüpp da nicht so. Hallo? 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 Fuck, ich komm nicht mehr hoch. Nein, ach komm. So, Manuela. Für das, was da gibt. Lohnt sich das nicht. Aber hier rumzugehen, das ist wahrscheinlich was da. Ah, egal. Finde die Gruselmusik eigentlich immer so von aufhin. Was habt ihr denn immer? Hallo, hallo. Richtig. Alter, beruhig dich. Das ist ja immer hoppen, wie er im Boot kommt. Ist ja gut. Mhm. Danke. Was war das? Hey, komm, verwandelt sich. Was ist das hier? Betrieb? Betrieb? Ich gehe in den Betrieb. Ich habe neue Arbeitsstelle. Betrieb. Nimm doch. Ha.